Beweglichkeit, Kraft und Koordination. Sowohl nach Verletzungen als auch bei gesunden Sportlern müssen diese drei Komponenten intakt sein, damit Bewegungen reibungslos funktionieren. In der Beta-Klinik in Bonn bietet Dr. Markus Klingenberg, Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin, ein neuromuskuläres Training mit spielerischem Charakter an, das je nach Bedarf an den Patienten angepasst werden kann. Bevor ich ein Training auf dem Huber 360 durchführe, muss ich natürlich mein Warum haben. Das ist das Wichtigste. Was möchte ich mit dem Patienten oder mit dem Sportler erreichen? Sind es Defizite in den Bereichen Beweglichkeit, Haltung oder Kraft? Auf Basis dieser Bedarfssituation wird dann das Training gestaltet. Das Gerät zeichnet sich durch eine dynamische Messplattform mit einer Vielzahl von Sensoren aus. Darüber verbessern wir unsere Wahrnehmung als Therapeut. Das bedeutet, wir sehen bildlich, wie verlagert der Patient sein Gewicht, wie schnell reagiert er auf Reize. Also ich nehme durch die Sensorik und durch die Messplatte Reaktionen des Patienten oder des Sportlers wahr, die dem Auge vielleicht verborgen bleiben. Mit dem Huber 360 werden drei Bereiche trainiert. Im Bereich Bewegung passt der Arzt das Training an den Zustand der Gelenke, Faszien und Muskelbänder an und vergrößert den Bewegungsradius. Er normalisiert die Stabilität und Kontrolle im Bereich Kraftaufbau und optimiert die Koordination. Nebenwirkungen beim Training im negativen Sinne sind nicht zu erwarten. Eine Nebenwirkung im Sinne eines Muskelkaters oder eines Belastungsgefühls ist natürlich erwünscht. Das Ziel des Trainings mit dem Huber ist im Wesentlichen eine Verbesserung der Mobilität und Flexibilität, eine Verbesserung der Körperhaltung, in Teilen eine Verbesserung der Kraft und, was ich als den wertvollsten Punkt ansehe, eine Verbesserung der neuromuskulären Ansteuerung, also unserer Koordination. Der Arzt kann das Training einfach steuern und aus zahlreichen Trainingsformen die beste für den Patienten wählen. Zusätzlich kann auch ein individuelles Programm erstellt werden. Das Training wird von den Patienten bei uns extrem gut angenommen. Dadurch, dass wir die Belastung individuell auf den Patienten einstellen können, tritt weder eine Unterforderung noch eine Überforderung auf. Huber 360 bietet spielerische Trainingsformen, die in sich einen gewissen Reiz und eine gewisse Compliance, also das Durchführen des Trainings fördern. Das ist einer der wesentlichen Vorteile.